viele Frauen schminken sehr schön die Augen, machen Lippen, Foundation, Augenbrauen, aber ein Thema vergessen die sehr oft und das möchte ich euch einfach mal zeigen, und zwar Rouge und Contouring, was das ausmacht. Also dafür habe ich natürlich meine Lieblingspalette genommen, die Petite Palette, die kennt ihr bestimmt, da passt einfach alles, was du brauchst. Also deine Lidschatten, Rouge, Contouring und Highlighter. Also, wir haben natürlich viele Farben vom Rouge. Ich habe jetzt extra für mich, das ist jetzt meine Lieblingspalette, diese Wineberry-Farbe genommen. Ich benutze dafür unsere Rouge-Pinsel, der ist so speziell abgeschrägt im Vergleich jetzt mit dem Puderpinsel. Na, sieht man, der ist viel schmaler. So kann man sehr schön mein Gesicht konturieren. So, jetzt mache ich meine Haare ein bisschen zusammen, damit du auch siehst, was das ausmacht und wie das unser Gesicht verändert. Und zwar mit dem Rougepinsel nehme ich erstmal ein bisschen Rouge. Nicht zu viel. Unsere Rouge und Contouring sind so hoch pigmentiert. Und jetzt, pass auf, also erstens hier vorne kommt nichts. Es kommt nur hier auf die Wangenknochen. Verteilen wir ein bisschen. Ich gehe auch ein bisschen hier und dann hier. Wichtig ist, dass hier immer ein bisschen, also hier einfach frei bleibt. So, jetzt nehme ich Contouring mit dem gleichen Pinsel. Und jetzt, pass auf, ich verteile das einfach im Pinsel, gehe ein bisschen hier unten am Haaransatz und natürlich mein zweites Kinn einfach weg und jetzt verteile ich. Wichtig bei Contouring ist, dass wir das sehr schön verteilen und vermischen mit dem Rouge, damit man da keine weiße Linie dazwischen hat. Und natürlich hier mein zweites Kinn. So, mit dem Contouring kann ich auch sehr gut meine Nase ein bisschen korrigieren. Einfach hier die Seiten sofort. Es ist schmaler, seht ihr das? Und jetzt schaut man den Unterschied. Das ist doch Wahnsinn, das macht so viel aus. Und jetzt nehme ich noch den Highlighter. So, mit dem gleichen Pinsel. Und jetzt trage ich einfach hier oben. Highlighter trage ich auch hier auf die Nase und über meine Lippen. Das vergrößert die Lippen. Mach mal ein bisschen Licht heller, dann seht ihr vielleicht besser. So ist es besser. Genau, sieht man den Unterschied? Das macht so viel aus. Ganz, ganz anders Make-up als hier. Hier ist es auch nicht schlecht, aber mit dem Contouring und Rouge ist es so toll und es sind wirklich 30 Sekunden, die du verwendest. Einfach Rouge, Contouring und Highlighter.